Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hermanns Eck Bio im Weidenbau. Ich muss gerade an meinem Lenkrad nochmal gucken. Ich vergesse da jedes Mal. Ah, jetzt geht er schön leicht. Jawoll. So, ich habe oben das Ende Feld noch Kompost drauf geschmissen, weil letztes Mal mit Gülle drauf war. Hab noch 10 Kühe gekauft und noch 10 Schweine. Dass ich mal doch ein bisschen schneller zu Gülle und Mist komme. Jetzt fahren wir mal die aber sehr schöne Hunde für Mais. Und dann setzen wir dort den Helfer drauf. Und wir fahren dann. Ne, jetzt müssen wir noch die Tiere nochmal gerade nachgucken. Versorgen und dann fahren wir nochmal Mist und noch Dünger an der Weinberg. Upsala. Bisschen warm, komm her. Bisschen aufmachen. Da steht sie. Ich probiere es jetzt nur mit dieser Maschine oder dem Silo, aber da kann man nur mit dem Kipper rausholen. Ich muss mal gerade auf die Notfahre. Ja, da müssen wir. Aber wir können da nur noch nicht einladen. Ich schon heute rum, ey. Ja, ich hätte eigentlich letztes Mal gedacht, da wäre ein bisschen mehr drin in der Glühlöcher, aber war nicht viel. Hier habe ich jetzt noch ein paar Tiere gehabt, dass es ein bisschen mehr gibt. Das geht nicht, das geht immer um Kipper, Überladekipper. Ja. Müssen wir gerade rüber auf der Hühnerhof fahren. Schon in einer Version kriege oder so. Dass man mit der Geräte drunter fahren kann. Lade. Ja, die Wiesen müssen wir auch noch dünger. Da muss auch noch was drauf.
ärgert mich ein bisschen mit dem Silo, dass man da nicht sogar nur einen Kipper von der Bar kann. Ah ja, dann müssen wir hier jetzt mal gerade auf den Hof rüber. Wohin auf? Ah, ich wollte nochmal den Kinder gucken, warum die noch kein Wasser funktioniert. Das war knapp. Ich mal Mais, ja, weil das ist mir das falsche sehe, wie schon immer. Da ist nämlich Sonnenblume drauf. Und schon Mais. Und da werde ich mich aber auch einmal hinsetzen und dann mal die ganzen Goldnuggets einsammeln. Noch ein paar Tiere kaufe, Kredit zurückzahle, zuallererst eine Kredit zurückzahle und dann noch ein paar Tiere hole. Das hält jetzt wieder alles auf dann noch. So. Funktioniert jetzt nicht mit dem, weil der Dünger noch leer ist. So. Etwas, das war Feld 10. In Kasse-Position. Automatisch. Vorgerunde.
muss gerade mal gucken, was war die 4,5 Speicher. So. Naheliegenden Wegpunkt. Warum macht das jetzt nicht? Der nächste Wegpunkt. Junge, 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 was ist denn jetzt schon wieder hier? Aus. Da muss er ja selber machen. Jetzt muss er erstmal nicht nur die Tiere rufen. Machen wir erstmal den Rest noch da rein. So, aber machen wir es mal noch. So. Kraftfutter. Wasser. Ein bisschen drin. Kraftfutter brauchen wir. Ja. Er steht dahinter, jawohl. Ja, warum hängt das, warum geht das jetzt wieder nicht im First Play? Verstehe ich jetzt nicht.
Reifen, ne? Und sind wir schnell. Komisch. Warum das jetzt wieder mit dem Deathbed alles so. Dass uns die ganze Zeit funktioniert. Ja. Muss man mal nachgucken, was da los ist. Oh, vor allem, wir sehen schon wieder gerade, wir sind schon am Ende unserer Folge. Ich schmeiße jetzt gerade noch hin. Ja, Freunde, dann nochmal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, heute schon mal ein bisschen Spaß gemacht. War heute nicht so weltbewegend, weil der Kerstball funktioniert hat. Aber nichtsdestotrotz machen wir nächstes Mal noch weiter. Der Hermanns Eck. Und ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal nochmal. Da kommen wir ein bisschen besser an der Seite ran. Oh, langsam. Ja, müssen halt beim Angucken von der Tische durchfahren. So, jetzt haben wir Stroh. Ja, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Lasst ein Abo, ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und wie gesagt, wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Bis dann, alle Hauptmann, man sieht sich, macht's gut. Tschüss.